Und willkommen zu diesem Video, in dem ich den Monat Januar 2020 noch einmal Revue passieren lassen möchte. In diesem Monat wurde das Projekt The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third erfolgreich beendet. Außerdem begann das Projekt Shinrai Broken Beyond Despair. Und nun kommen die Highlights. The story is a work of fiction. Any resemblance to real people, events, locations, supernatural beings is purely coincidental. Ja, genau. Die Übereinstimmung mit irgendwelchen übernatürlichen Dingen ist einfach nur vollkommen... als ob sich irgend so ein übernatürliches Lebewesen dadurch angegriffen fühlen würde, falls das hier vorkommt, ne? Next time I'm gonna bring something even more awesome. Wee! Alter, da stimmt ja echt gar nichts mehr. Das ist ja voll der Drogentrip gerade. Oh mein Gott, warum glitscht das Spiel so rum? Hier ist gerade jemand mit einem Auto langgefahren, was voll laut war und musste das Gas spielen lassen und sowas alles und angeben, was er für eine Protzkarade oder whatever. So ein Idiot. Ich habe jetzt gerade hier eine halbe Minute warten müssen, einfach nur, weil da jemand statt immer gemacht hat. Richtig nervig. Übrigens, zweiter Bildschirm, ne? Wisst ihr, was richtig kacke ist? Kennt ihr dieses Symbol unten in der Ecke bei Windows 10, wo man draufklicken muss, um wieder auf den, um halt auf den Desktop zu kommen? Wie kann man dieses Ding so winzig machen? Was hat sich Microsoft dabei gedacht, das so winzig zu machen, dass man das nicht mehr treffen kann? Vor allem mit zwei Bildschirmen ist das der reinste Horror. Man klickt immer daneben, weil das ist irgendwie nur so ein Millimeter breit. Aber einer der wichtigsten Knöpfe, wie ich finde. Und daneben ist so ein komischer Scheiß, den brauche ich nie. Und der ist so riesig, dass ich da immer aus Versehen drauf drücke. So, jetzt habe ich mich einmal kurz genug aufgeregt. Wir spielen das Spiel jetzt weiter. Nein. Bitte lass das nur 97 Punkte bringen oder sowas. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ganz ehrlich, das musste jetzt ganz in der letzten Runde natürlich nochmal passieren. Jetzt könnte ich die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Als ob das so ein spannendes Gameplay ist, was man so gerne nochmal von vorne macht. Das ist die beste Tür ever. Die beste Tür. Er kann mich eigentlich gar nicht mehr einholen, aber ich wette, er hat trotzdem so heftiges Glück, dass er jetzt... ein Luftschiff angelt. Er angelt jetzt einfach einen Wal. Und hier. Still the sword-wielding Dame. Nein. Ich hoffe, es ist nicht Annelies. We've got a few women in our ranks who'd apply, but the one that feels the most right here to me is Annelies. Nein! That sounds right to me. Nein! Soll das heißen, es ist cringe, Katzenohren zu tragen? Soll das heißen, ich darf meine Katzenohren nicht aufsetzen, wenn ich das will? Schön. Haben wir das geschafft? Hat sie gerade wie ein Kätzchen geschnurrt? Hat sie gerade miau gemacht? Renne ist einfach die Beste. Warum denn schon wieder? Als ob das jedes Mal klappt. Wie soll ich denn so gewinnen? Wie habe ich so jemals eine Chance darauf zu gewinnen? Nie! Wenn der jedes Mal dieses scheiß Attack Delay macht. Macht er das jetzt schon wieder? Ja, macht er! Kevin ist tot. Alter, das sehe ich so überhaupt nicht ein! Ist klar! Ist klar! Alles klar! Ja, alles klar! Ey, du Hurensohn, ey! So, du machst jetzt hier Supreme Flicker.
Kann der auch... Der ist gegen... Natürlich, der ist immun gegen Attack Delay, ne? Boah. So ein Wichser. Ja, man muss mit Kindern Geduld haben und darf sie nicht anschreien, auch wenn sie kleine Scheißblagen sind. Tabernakulum, das klingt wie eine Krankheit, aber lassen wir das mal außen vor. Ich habe ein Tabernakulum am Arsch. Es ist sehr schmerzhaft. Based on what we've learned, Phantasma choosing a new master was an inevitable. I just can't help but feel like we've forgotten something. Gilbert. Hey! Den habe ich echt vergessen. Oh my, oops. Au. Den habe ich echt vergessen.